Einen wunderschönen guten Tag, in dem Fall sogar einen wunderschönen guten Morgen, denn das heutige Video habe ich am frühen Morgen aufgenommen. Dementsprechend habe ich auch noch meinen wunderbaren Kaffee bei mir in meiner wunderbaren Bulgarien-Tasse. Schöne Grüße gehen an alle meine bulgarischen Freunde raus. Genau, heute möchte ich nämlich ein wieder mentales Thema ansprechen. Wie versprochen, geht es heute um unsere Mindsets, ja. Um dein Mindset, um mein Mindset. Jeder von uns besitzt es, ja. Ich bin Ultraläufer Rainer Bredl, bin schon mehrere Tage gelaufen, 7 Tage am Laufband, plane jetzt die 30 Tage am Laufband den Weltrekordversuch und durfte auch schon den Sahara-Marathon gewinnen. Das Thema Mindset kann man eben auch wieder mit dem sportlichen Charakter voll und ganz ausbreiten, aber genauso auch für Beruf, Familie, aber auch fürs alltägliche Leben, ja. Kurz gesagt, was bedeutet Mindset? Mindsets sind Glaubenssätze. Jeder von uns besitzt Glaubenssätze. Manche gehen damit bewusst um, andere unbewusst. Glaubenssätze sind für uns wichtig, um ans Ziel zu gelangen. Ja. Je bewusster man die Glaubenssätze angeht, umso intensiver und umso erfolgreicher kann man es schaffen, das Ziel zu erreichen. Ja. Jemand, der was die Glaubenssätze im Verborgenen hinter sich schlummern lässt, lebt ein sehr langweiliges, fades, tristes Leben. Das sind dann meistens Menschen, die in ihrer Blase leben, die sich quasi ein Haus auf Raten auf Kredit gekauft haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Unter anderem vielleicht eine Familie gegründet haben oder auch nicht, ja, ihren Beruf nachgehen und dieses Leben so lang leben, bis sie irgendwann nicht mehr da sind. Das heißt, das ist ihre Blase, da gibt es keine Weiterentwicklung, sie stagnieren, sie sind zufrieden damit. Die Frage ist natürlich immer, ist das der Sinn des Lebens? Ist es nicht zielführend, dass man einfach auch einmal aus der Komfortzone steigt, neue Dinge erlebt, mal auch ein Risiko eingeht und dadurch mehr Menschen kennenlernt, ja, mehr Abenteuer und auch einen größeren Erfahrungsschatz, ja. Und das Ganze kann man dann eben auch auf das Thema Sport ummünzen, ja. Bei mir ist es eben der Laufsport. Egal, ob du auch hier jetzt Einsteiger bist oder Profisportler, jeder von uns hat seine Ziele. Manche wollen abnehmen, manche wollen eine gewisse Zeit laufen, andere wollen mehr Gesundheit erlangen, ja. Doch dafür muss man halt einfach auch was tun und das ist halt nicht immer am Anfang angenehm, ne? Man muss halt eben, wie wir es beim letzten Video gehabt haben, den inneren Schweinehund auch besiegen und eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag legen, was halt nicht immer einfach ist, ganz klar. Auch für mich nicht, ja. Ich empfehle jeden, der bewusst jetzt auch dieses Video anschaut und sich interessiert, vielleicht auch das erste Mal das Wort Mindset hört, dass ihr euch mal das Ganze notiert, ja, sprich, was sind deine Glaubenssätze? Was möchtest du in späteren Jahren mal erreichen und wie sieht der Weg dorthin aus? Ja, das heißt, ihr macht eine Liste und schreibt es auf, was ist euer großes Ziel? Und was möchtest du dafür tun? Hat nämlich den großen Hintergedanken, dass wenn es dir mal wirklich, wirklich schlecht geht, ja, sagen wir, du hast einen Schicksalsschlag, ja. Bei mir war es zum Beispiel der Kniescheibenbruch, der was mich dann von meinem Ziel abgehalten hat, den Laufsport professionell auszuführen, ja. Da bist du dann halt ziemlich am Boden zerstört und fragst dich, warum passiert mir das? Ba, 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 ba. Und diese Glaubenssätze, die du sowohl in deinem Bewusstsein, Unterbewusstsein, Überbewusstsein verankert hast, dass die bei einer schweren Krisenzeit oftmals kurz mal flöten gehen. Und da ist es umso wichtiger, wenn du das Ganze halt auch schriftlich wo aufnotiert hast, ja. Das empfehle ich auf alle Fälle jedem. Auch wenn es vielleicht am Anfang immer bescheuert klingt, wenn man sich denkt, warum schreibt man was auf? Aber nicht umsonst machen das sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen, ja. Macht euch einfach eine Notiz, tut es irgendwo hin, kleben, wo es dann auch immer vor euren Augen habt. Ja, genau. Und ihr werdet sehen, wenn ihr bewusst eure Mindsets, eure Glaubensthemen angeht, ja, dass ihr auch viel
besser, intensiver, vor allem auch emotionaler zu eurem Ziel gelangt. Ja, und das ist enorm, enorm wichtig. Und wie gesagt, kann man eben für den Sport sehr, sehr stark nutzen. Das wird halt eben auch in der modernen mentalen Welt gerne angewendet, aber genauso eben auch für die Arbeit, ja, oder eben für Privates. Ja. Also Mindset sehr, sehr wichtig, und ist unter anderem mit dem Baustein mentale Komponenten mit einverankert. Ja. Jeder von uns besitzt sie. Ja. Man muss nur sie herauskitzeln. Ja. Und natürlich ist dieser positive Grundgedanke immer das A und O. Also auch wenn es dir mal sehr, sehr schlecht geht, ja, und wenn du dir dann diese Liste nimmst, wo deine Ziele oben stehen, ja, dann soll es dich beflügeln positiv, ja. Weil wir Menschen neigen halt einfach auch dazu, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn etwas nicht nach Plan läuft, dass wir halt schnell in so eine Negativspirale fallen, ja. Wir sehen nur das Negative, wir haben die Brille, da gibt es auch einen guten Leser, der hat das so formuliert, er hat gesagt, es gibt die Brille der Probleme. Diese Brille der Probleme, diese besitzen sehr viele Menschen. Jetzt zum Beispiel auch in dieser schweren Zeit mit Corona sehen sehr viele die Probleme. Ja. Man sieht, dass der Wirtschaft schlecht geht, dass man Einschränkungen hat, das und das und das. Dieses Thema Menschen spaltet. Man muss diese Brille der Probleme halt eben auch abnehmen, um wieder das Gute und das Positive des Ganzen zu sehen. Ja. Sicherlich ist es nicht schön, aber auch diese schwere Zeit hat sehr viele Facetten von positiven Möglichkeiten. Ja. Und wenn man diese positiven Möglichkeiten immer vor Augen führt, umso besser geht es einem persönlich selber. Und der Riesenvorteil ist, es ist ansteckend. Also ihr steckt damit euren Mikrokosmos, euren kleinen oder großen Teil der Familie positiv an, eure Freunde an, ja, sofern man sie natürlich trifft in Corona-Zeit. Aber auch nichtsdestotrotz, ne, ihr könnt euer kleines Umfeld damit einfach positiv beschwingen und das zieht sich weiter. Ja. Und daher ist es umso wichtiger, nicht in diese Negativspirale zu kommen, ja. Und auch das hat mit Mindsets zu tun. Wie sind eure Glaubenssätze verankert? Weil eure Ziele, eure Kämpfe dorthin, ja, machen euch einfach stärker und besser. Und das Ganze geht auch nur mit positiven Gedankengängen, ja. Also auch das Negative, das Positive heraussuchen, ja. Genau. In diesem Sinn, ja, das war jetzt ein kleiner Schwenk in das Thema Mindset, in den Glaubensgrundsätzen eines jeden Einzelnen von uns. Ja. Schaut, was ihr für Mindsets habt, schreibt es euch auf. Das ist quasi die Hausaufgabe. Steht euch natürlich ganz frei, aber ihr werdet sehen, es hilft. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund, macht das Beste daraus, geht's raus in die Natur, es ist so schön, ja, und es wird wieder besser werden, ja, es wird alles wieder aufwärts gehen, ganz, ganz klar, und haben wir uns alle lieb, genau, und wir werden das gemeinsam schaffen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bleibt gesund, euer Rainer Bredl, Baba.